Pinguin, du kommst hierher rechts. Diego, ich brauche jetzt eine Liste von den Leuten, die nicht da sind. Und du weißt, was ich mit nicht da meine. Genau jetzt. Genau jetzt. Jetzt will ich diese Liste haben. Meinen Sie die allgemeine oder meinen Sie genau, wer jetzt? Ich meine genau diese Leute, die seit Kiel am allerwenigsten da waren. Genau diese Leute möchte ich jetzt gerade hören. Ich brauche ein bisschen, wenn das okay ist. Gut. Pinguin, in der Zwischenzeit erklärst du mir das, was mir gerade Enno erklärt hat. Ja genau, da war gestern etwas Großes. Die ganzen Familien haben sich hier bei uns am Anwesen getroffen mit den Al-Safis zusammen. Wer hat die eingeladen? Al-Safi hat die auf das Anwesen eingeladen. Ist Al-Safi mein Vater mir da, dass er hier Leute auf mein scheiß Anwesen einladen darf? Gut, weiter. Ja, die sind hierher gekommen, haben gemeint, die fanden das frech, wie wir denen einfach nur so wenig Waffen geben konnten und dass wir im Vorhinein nichts gesagt haben, dass sie nur so wenig bekommen können und sie haben ihre ganze Lebenszeit dafür verschwendet und wurden jetzt am Ende abgezogen so mäßig. Bei Enno zum Beispiel, der meinte, trotz seinem Bonus hat er gefühlt gleich so viel wie Bankers bekommen. Er meinte, er wäre mit 100 mehr zufrieden gewesen. Die wollen jetzt entweder mehr Pistolen oder eine Geldauszahlung. Und die Al-Safis haben da so ein bisschen mitgestimmt. Die wollen eigentlich das Gleiche. Gut. Ja, Amado? Cousins war die einzige Familie, die gesagt hat, nein, die machen das nicht hinter ihrem Rücken. Wenn die was stören würde, dann reden die mit ihnen, aber denen hat nichts gestört. Das wollte ich noch hinzufügen. Also haben sich 3 der 4 Arbeiterfamilien zusammengetan mit den Geschäftsmännern, um uns... 4 von den 5. Von den 5 sogar. 4 der 5. Ja, genau. Um uns anzuscheißen bei Ali Al-Safi. Und dieser Mann hat es gewagt, hier auf diesem Anwesen das Treffen... Wahrscheinlich dann. Damit können erinnern Sie sich an die Zeit, als die Al-Safis versucht haben, die Stadt gegen uns aufzusetzen? Hm. Ich glaube, diesen Willen, den haben sie nicht verloren. Den haben sie immer noch. Das ist mir scheißegal. Wir wollen wissen, was wenige Waffen sind. Wir haben es denen auch so gut wie möglich erklärt, dass wir nicht so viel Waffen streuen können, dann macht die Route am Ende keinen Sinn mehr. Ja, ist mir scheißegal, was wir denen erklären. Hör mal zu. Nicht zuhören. Das ist mir völlig egal, Mirda. Das Problem ist, man muss denen alles von Anfang an erklären. Und ich habe keine Lust darauf. Diese Leute sehen das nicht als Privileg. Pinguin, ist es gerade wichtiger, was ich dir gerade erzähle? Ist das Telefonat wichtiger? Nein, ich habe direkt aufgelegt. Ich wollte nur Bescheid geben. Es geht um nur 200.000 Dollar Grüngeldbestellung. Gut, hört mal zu. Punkt Nummer 1, was wir machen. Alle Familien runter von meiner Route, außer die Cousins. Alle. Auch Majestics. Alle runter von meiner Route. Punkt Nummer 2. Da jetzt die Familien, die gerade auf meiner Route gearbeitet haben, sich sehr viele Waffen verdient haben, bekommen die eine Waffenverkaufssperre für ungefähr 3 Wochen lang. Bis ungefähr alle anderen Familien, denn dafür brauchen sie ungefähr 3 Wochen, auf ihrem Niveau sind, was Waffen angeht. Die wollen fair spielen? No problema. Dann sollen die fair gegenüber allen Familien sein. Bueno. Das heißt, eine Waffenverkaufssperre. Punkt Nummer 2. Punkt Nummer 3. Ich will, dass meine Kalis auf der Route arbeiten. Die Kalis, die nicht arbeiten wollen, tauschen wir um. Die Kalis, die nicht da sind, tauschen wir um. Die Kalis, die keine Lust darauf haben, tauschen wir um. Und ich hole mir neue Kalis. Wenn es sein muss, Romanos, dann hänge ich hier mit 30 Chico Timurs, die auf meiner Scheißroute arbeiten. Ich will jetzt die Liste haben, Diego, sofort. Alle mittendrin, aber wie sie möchten. Ich sag ihnen, das ist gerade sehr, sehr schwer und ich weiß ganz genau, wenn ich diesen Namen sagen würde, dann wird das heißen, hey, ich bin noch da oder sonst was. Also von meiner Perspektive kann mich jeder korrigieren hier. Porsche Panamera, ist, der Hammer, was mir am häufigsten aufgefallen ist, die Berghahn, die Gruppe ist das Geilste. Moment, was denn? Nochmal, ich hab nichts verstanden. Mich aus dem Leben. Habe ich Kopfschmerzen gerade? Nein, ich. Lieber Wassim hat er gesagt. Datim, lieber Wassim, Berkant. Datim, lieber Wassim, Berkant. Diese 4 Leute schon mal aus Liste rausnehmen. Direkt rausnehmen aus der Liste. Pö auch rausnehmen aus der Liste. Direkt in den Urlaub setzen. Und 4 neue brauchen wir heute. Jetzt sofort. Mr. Bitcoin? Ja. Würdest du was sagen? Ja, natürlich. Also bei mir war es, ich konnte ehrlich nicht kommen. Also ich hatte, ich weiß nicht, wie sagen soll, Besuch bei mir. Wem hast du das gesagt? Also die Jungs habe ich das eigentlich gesagt. Welche Jungs denn? Wieso weiß Diego das nicht? Pinguin, yes. Wusstest du das? Die haben sich abgemeldet, das stimmt schon. Wer ist die? Haben sich abgemeldet. Die Jungs, die sich verhindert. Tut mir leid. Die gefehlt haben. Wie lange war Pö denn verhindert? Eine Woche. Wieso weiß ich davon aber nichts? Wieso weiß ich nie von diesem Scheiß? Weil man hier so viel nicht sagen darf, aber ja. Du konntest mir nicht sagen, Pö ist eine Woche im Knast? Das geht nicht? Das ist verboten? Das geht nicht, ist verboten. Ja, dann bin ich der Dumme oder seid ihr dumm oder was? Ja, was ist? Du hast dein Handy oben, Anderli, sag. Ich war gestern nicht da, weil ich einen Autounfall hatte und die Tage davor war ich immer da, keine Ahnung. Jeder kann das so bestätigen eigentlich. Ja, Diego? Mr. Bitcoin, dürfte ich Ihnen einen Vorschlag machen? Ja. Dass wir jetzt wirklich ab jetzt genau auf die Liste gucken, wer sich oft abmeldet und dass jeder wirklich, also wenn sie möchten natürlich, eine Chance bekommt, auch die 4 oder sonst was, weil... Also schau mal, ich sag dir eine Sache, Diego. Ich bekomme eine Sache mit.
dass wenn ich hier bin, dass meine Aufstellung mit maximal 15 Leuten inklusive Leadership passiert. Alles andere weiß ich nicht. Ich bekomme weder mit, wer im Knast ist, weder mit, wer krank ist, weder mit, wer einen Flugzeugunfall hatte. Ich bekomme nichts mit. Also entweder sagt man mir das, oder man wundert sich am Ende nicht, wenn ich sage, tauscht diese Leute um! Ich habe euch gesagt, Kommunikation ist alles. Und jetzt erklärt mir mal, wann mir das kommuniziert wurde. Erzählt mal, wann wurde mir das gesagt? Wann? 100% richtig, gar nicht. Was denkt ihr mir, wieso ich keinen Bock auf diese scheiß Aufstellungen habe? Hier mit 3,5 Leuten zu stehen, was bringt mir das? Was ist das für eine Familie? Was bringt mir diese scheiß Aufstellung, Mirda? Auf was wartet ihr? Bis ich Krieg anfange, Mirda, wegen Pitten? Schafft ihr es nicht, eine scheiß verfickte Woche zu erwarten? Schafft ihr das nicht zu warten, eine Woche, Mirda, bis wir uns ein bisschen aufgebaut haben? Ich bin der Kopf und ihr seid die Soldaten! Also wisst, wo euer Platz ist! Na gut. Wir machen das so. Niemand arbeitet auf meiner verschissenen Route. Nur ihr. Niemand. Ich will, dass ihr auf dieser Route schläft. Ich will von euch niemanden an Anwesen sehen, es sei denn, er lagert irgendwas ein. Ich will euch nicht in diesem verschissenen Anwesen hier sehen. Ich will euch nur auf dieser Route sehen. Auf dem Hersteller, auf dem Sammler. Ich will euch nur da sehen. Ab heute, Mirda, existiert dieses Haus nicht mehr für euch. Das ist nicht euer verschissenes Haus. Ich gebe euch Hausverbot hier, Mirda. Ich gebe euch allen hier Hausverbot. Hier haben wir nichts zu suchen. Ich will diese Stadt jetzt auseinandernehmen. Und entweder mache ich das mit euch, oder ihr geht irgendwo anders hin, Mirda, und ich mache das ohne euch. Aber ich werde es sowieso tun. Ja, Dati? Was ist mit Wochenabgaben, Mr. Bitcoin? Herr Bratten, wir reden Sie erstmal, dann sage ich meine Meinung dazu. Was ist mit Wochenabgaben? Das war ein perfektes Mittel damals, um die Aktivität zu prüfen, Mr. Bitcoin. Diese Liste wird nicht durchgezogen. Gucken wir gleich. Erzähl. Also um ehrlich zu sein, ich finde das lächerlich, dass man meine Aktivität mit der Aktivität von Liva vergleicht. Schön mutig von dir, hier aufzutauchen. So ganz allein. Die Tage davor war ich ein, zwei Stunden später da. Das Einzige, was es gibt, ist auf die Fresse. Man sagt, dass ich nicht aktiv bin. Dann sprecht Diego drauf an. Sag Diego, wieso kommst du drauf? Er steht doch neben dir, oder nicht? Ja, dann würde ich gerne wissen, wie du drauf kommst, Diego. Weil du sehr, sehr oft abgemeldet bist und dann immer sehr, sehr spät kommst und ich tausendmal zu jedem gesagt habe, komm Prime. Oder wenn Mr. Bitcoin da ist, dass wir eine Aufstellung hinkriegen. Lies mir die Abmeldungen vor von Dati. Diego, lies mir die Abmeldung vor. Ich kann ihn. Ich habe mich dreimal abgemeldet, seitdem ich bei Kali bin. Ja, aber weißt du, was das Problem ist, Dati? Diese verschissene Abmeldungs-Channel, gefühlt nur 20% der Leute benutzen das hier. Das heißt, diese Leute, die gar nicht kommen, schreiben gar nicht rein und dann, wenn aufgezählt wird, sind die fein raus. Und das fuckt mich ab. Alleine bei der Aufstellung, du siehst doch selber 5-6 Leute oder ihr kommt selber spät. Aber wie gesagt, ich war... Du sagst, dass das lächerlich wäre oder undankbar wäre. Wer bist du denn, dass du sowas mir sagst? Es ist doch lächerlich von dir. Was ist daran lächerlich? Wenn man tausendmal zu den Leuten sagt, wenn man tausendmal zu den Leuten sagt, steht auf, wenn ihr da seid. Tag 1, wenn ihr reinkommen wollt, seid ihr Löwen. Ich will reinkommen, ich will reinkommen. Richtig am Halten seid ihr alle. Okay, und dann, wenn es drauf ankommt, dann ist nichts mehr, Bruder. Heiße Luft. Ich bin auf der Route, dass du sagst, heiße Luft. Ja, tamam. Prime ist die wichtigste Sache bei Kali. Wenn die Leadership da ist, wenn wir Aufstellung haben, dann seid ihr da. Was interessiert mich, wenn ihr 4 Uhr morgens hier seid? Das juckt keinen. Ich war zweimal in der Prime zu spät. Okay, Dati, Diego. Eine Sache muss euch klar sein. Dati, Diego führt eine Liste. Das ist nicht nur seine persönliche Meinung, sondern er argumentiert auch mit dieser Liste. Diego. Können wir mein Blatt dort geben, Mr. Bitcoin? Dati, sie entspannen sich jetzt ein wenig. Dati, wir werden emotional und machen Fehler. Stell dich erstmal wieder dahin. Ja. Stell dich wieder hin, Dati, entspann dich. Ich sehe das einfach nicht, ganz ehrlich. Gut. Diego, ja, Tom, ich bin der Böse. Nein. Entspannt euch beide. Gut. Okay. Dati, du bist der Meinung, du bist oft genug da, richtig? Bin fast immer da. Gut. Dann möchte ich wissen, wer der Meinung ist, dass Dati fast immer da ist. Ja, ich kann meine Hände auch nicht hochmachen, ne? Keine Ahnung. Ja, das ist so ungefähr die Hälfte. Gut. Mr. Bitcoin, fragen Sie mal bei jedem Einzelnen, wer immer da ist. Die werden sich bei allen melden und bei Aufstellung sind wir 10 Mann. Also ja, ich weiß, 100%. Das ist 100% richtig, was du sagst, Diego. Das ist genau dieses Gleiche. Meine Frage jedes Mal, wenn, wo warst du? Ich bin immer da, Mr. Bitcoin. Aber dieses immer da, wenn das jeder zu mir sagt, das ergibt gar keinen Sinn. Denn wenn er immer 30 Mann da, aber das geht nicht. Man verwechselt Loyalität mit wahrer Loyalität gegenüber der Familie. Man verwechselt Freundschaft mit rationaler Mathematik. Diego wird einfach nur in dieser Liste festhalten, wer zu Primetime da war und wer nicht. Da gibt es kein ich mag ihn, da gibt es kein ich war aktiv, da gibt es keine Ausreden. Ihr macht euch das Leben unnötig schwer. Und obendrein rückt ihr damit Diego in ein schlechtes Licht. Diego hat eine Aufgabe von uns Leadership bekommen, die undankbar ist, aber die zum Wohle aller ist. Zum Wohle der Familie. Und wenn Diego feststellt, dass jemand inaktiv ist, Dati, in diesem Fall auch Sie, dann müssen Sie das respektieren und versuchen, dran zu arbeiten. Er macht sie nicht nieder, er sagt ihnen nur, was die Liste wiedergibt. Ah, also, danke schön. Ja, Dati?
verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin keiner, der irgendwie, der lügt oder so. Aber ich finde es auch nicht korrekt, wenn man Unrecht erzählt, ganz einfach. Die Jungs, die wissen, ich bin immer da, jedes Mal. Ich konnte gestern nicht kommen, weil ich Sachen zu klären habe wegen einem Autounfall. Und die zwei Tage davor war ich ein bisschen später da wegen meinem Schlafrhythmus. Deswegen verstehe ich das nicht, dass man mich mit einer Liva vergleicht, die zuletzt am 27. hier war. Ich finde das einfach respektlos in dem. Guck mal, ich sag dir eine Sache, das ist kein Vergleich, das ist kein Schubladendingen, sondern das ist auch kein Vergleich. Aktivsten war oder sonst was. Warum ich deinen Namen gesagt habe, weil die Debatte war einfach bei der Abmeldungschannel, dass du gesagt hast, ja, mein Schlafrhythmus ist kaputt oder sonst was, weil wir uns so oder so ein bisschen abgefuckt haben, weil wir sehr wenige da sind. Es sind eine Handvoll von Leuten, die momentan Kali auf dem Rücken tragen, die Geschäfte hier führen oder ganzen Tag am Produzieren sind. Das stimmt. Und plus noch Prime da sind. Und wenn wir hier stehen, wir haben seit einer Woche keine Aufstellung. Das ist, ich sag dir ehrlich, die Leute, die schon hier sind, das ist ungewohnt. Es fühlt sich ekelhaft an, keine Aufstellung zu machen. Ja, aber ich frage dich, wer war wie sollen wir das denn rechtfertigen oder wie soll ich das denn rechtfertigen, warum wir 5 Mann oder 10 Mann sind? Ja, aber Diego, ich oder frage dich, dass Mr. Bitcoin jedes Mal sagt, so, ja, wieso, warum soll ich Aufstellung mit 10 Mann machen? So, ich war gerade kurzfristig, ich bin komplett durchgegangen, ich habe mit Rhyme geredet, ich habe nicht gesagt, dass du inaktiv wie Liva bist. Ich weiß, dass du da bist. Aber wenn 10 Mann da ist, wie soll ich mich rechtfertigen, warum von 30 Mann 10 Mann hier sind? Dass das Ganze dann in lächerliche Licht gerückt wird. Du kannst ja sagen, so und dies und das, ich werde achten. Ich habe doch am Ende noch extra gesagt, bitte können wir nicht dafür sorgen, dass ab jetzt das Ganze gilt. So dass sich jeder wirklich abmeldet, weil das gerade sehr, sehr unübersichtlich ist. Okay, diese Abmeldung ist mir doch scheißegal, Mira. Es geht doch gar nicht darum, wer sich abmeldet. Hermanos, was für Abmelden? Es geht darum, die Leute, die ich hier nicht sehe. Wer sind die? Ich möchte wissen, wer sind die? Es kann ja nicht sein, dass ihr sagt, alle sind da. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Dann lügt ihr mich und euch an. Ich hab zur Zeit sehr, sehr stark Berkant und Liva, ne? Ja, das 100%. Und Litecoin sehe ich bei den absolut nie bei den Ausstellungen. Litecoin sehe ich gar nicht mehr. Ganz, ganz selten mal abends und dann wieder weg. Und dann heißt es, okay, er ist die ganze Nacht da gewesen. Aber was bringt mir das denn? Wo ist denn dann mein Leadership an mir? Was bringt mir denn ein Litecoin nachts um 3 Uhr morgens? Kann gut, bueno, Liva raus aus der Liste. Hol, wie heißt die mir da? Deine Freundin rein, Pinguin. Liva kommt in die Urlaubsliste, bis muss sie warten. Sie muss hinten nachrücken. Ganz einfach. So, Punkt Nummer 1. Da haben wir da schon mal aussortiert. Was ist mit Berkant? Also ich weiß von nichts von ihm. Stehst du da nicht hinten, Berkant? Nee, er ist nicht wach. Wer ist denn das da hinten, ganz links mit dem Lippenstift? Der hier, hallo. Ganz links. Red doch mal lauter. Das ist Jamal. Jamal, Mr. Bitcoin. Nicht Berkant. Okay, wann war Berkant das letzte Mal da? Ich kann schauen gehen. Ja, schau mal. Gut, ist Berkant jemand, den ihr oft seht hier, Hermanos? Schau mal, was wir mit dir. Mit dir, dich habe ich doch auch länger nicht mehr gesehen. Ich war die letzten 2-3 Tage, konnte ich leider erst 20 Uhr kommen, aber davor war ich eigentlich immer da und hab auch hergestellt und so. Wie viel hast du hergestellt ungefähr? Ich weiß nicht, wir waren halt immer zusammen mit, also wir waren eigentlich so meistens die gleichen 6-7 Leute. Das ist das Problem, egal wenn ich jetzt fragen werde, die werden alle sagen, die letzten 2-3 Tage. Das wird bei jedem jetzt so sein. Diese Fragen bringen gar nichts. Entweder schmeiß ich die Leute raus, mir da, oder das bringt nichts. Darf ich eine effektive Liste vorschlagen, Mr. Bitcoin? Da gibt es ein einfaches System. Das habe ich damals auch gemacht. Ja, was denn? Man nimmt zu Zeitpunkten, verteilt man Punkte. Sagen wir 16 Uhr, 18 Uhr und 20 Uhr. Man kann 3 Punkte sammeln. Das bedeutet, wenn man an diesen 3 Uhrzeiten da war, kriegt man jeweils einen Punkt. Dann hat man nach einer Woche gesehen, wer am meisten Punkte hat. Man kann die Uhrzeiten festlegen, die wichtig sind für die Familie. Das waren dann nämlich auch die aktiven mathematisch. Das ist unwiderruflich. 16 Uhr ist zu früh, Breitenberg. Ist auch kompliziert. Die Uhrzeiten könnten, nein, ist nicht kompliziert. Die Uhrzeiten könnt ihr festlegen, Mr. Bitcoin. Wir können auch 2 Uhr nachts machen. Aber es geht darum, dass man nicht sagt, er war an dem Tag da, sondern zu den wichtigen Uhrzeiten, wie zum Beispiel 19 Uhr, 21 Uhr, 23 Uhr. Das ist eigentlich, wird jede Stunde nachgeguckt. Ab der Prim. Richtig. 18 bis 0 Uhr. Aber dann müsste doch Diego jetzt auf den Punkt genau sagen können, wer am inaktivsten ist. Das war die Liste, wo Pinguin die Liste geführt hat, war das genau so. Er hat immer geguckt, zwischendurch. Wer gerade da ist, einfach ohne was Bescheid zu sagen zu den Hermanos, wer sich dabei abgemeldet hat, wer nicht. Wer einfach weg ist, das gibt's ja auch. Das ist ja bei Loco und Litecoin ist ja genauso. Ich drehe mich einmal ganz kurz um, beide sind weg. Kein Mensch weiß, wohin die sind. Kein Mensch. Dann gehe ich heute mit Diego nochmal zusammen die Liste. Einer will Security arbeiten gehen, mir, statt dass ich hier ein Leben aufbauen geht. Brauchst gar nicht zu lachen. Pinguin, kannst du mir irgendwas sagen? Ja, ich kann Ihnen sagen, 1.7. war sein letztes Mal, aber er hat gestern geschrieben, dass er die nächsten 2 Tage nicht da ist. Ja gut, Romano, dann direkt Urlaubsliste, andale.
Urlaubsliste, der kann nachrücken. Wir brauchen jetzt einen neuen, sofort. Wer ist da? Wir haben da, glaube ich, jemanden. Einfach direkt reinholen. Einfach direkt holen. Ich brauche jemanden, der da ist. Und was ich nochmal gesagt hatte, Romanus, dass ich das nicht dulde, es gibt für uns nur Kiel, das war's. Wenn ihr woanders unterwegs sein wollt, Romanus, dann müsst ihr einmal vorher zu mir kommen und sagen, Mr. Bitcoin, gracias für die Zeit und geben Sie mir meinen Blacklaut. Das ist das, was ich von euch hören möchte. Gibt es nicht. Und ich rede nicht von diesem anderen Staat. Das ist mir scheißegal, wo ihr üben geht. Das ist kein Problem. Alles andere interessiert mich nicht. Da müsst ihr mir Bescheid sagen. Und wenn ich sehe, der eine deckt den anderen, dann adios, hermanos. Dann könnt ihr mitgehen. Ich habe keine Lust mehr darauf, Mirda. Ich bin gerade bereit, alles in Kauf zu nehmen, mein Kali komplett umzustrukturieren. Ist mir scheißegal, Mirda. Selbst Mirda, wenn ich von jedem Einzelnen hier komplett an die Wand gedrückt werde, Mirda. Ich lasse mich nicht verarschen. Ich lasse mich nicht verarschen, Mirda. Ich hänge mit 15 Mann in der Prime ab. Maximum, Mirda. In der Aufstellung sind wir 7, 8 Mann. Und am Ende sagt mir jeder, ich war doch da. Ich weiß nicht, was ich meine. Ja, was ist da hinten? Ich hätte einen Vorsteller für Sie später, in so einer Stunde. Ja, wer ist das denn? Sein Name ist Carlos. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen, ich denke er nicht. Nein, kenne ich nicht. Ja, Diego? Ich möchte das nicht machen, ja. Was möchtest du nicht machen? Also, wer aktiv ist oder sonst was, das war so oder so. Sie haben mich jetzt gefragt gehabt und das waren die Namen, die ich so generell nennen konnte. Aber ich habe keinen Bock darauf, sage ich Ihnen ehrlich. So, wenn man irgendwas anspricht oder sonst was, ist man der Böse. So, wenn man gute Sachen sagt, ist man Löwe und darauf habe ich gar keine Lust. Wann war das denn mal anders? Diese Mitte existiert nicht. Wann war das denn mal anders, Diego? Wann war das anders? Ich habe ja keine aktive Liste geführt, Mr. Bitcoin. So, es wurde ja einfach, Pinguin hat das ja zuletzt gemacht und wir haben uns ja, sag ich mal, irgendwo ein bisschen missverstanden, wo ich mich entschuldige. Okay, hör zu. Pinguin, und dann ist das ja so liegen geblieben. Okay, hör mir zu. Dann mache ich dir was ganz anderes. Du sagst gar nichts mehr. Du führst eine Liste von 18 bis 0 Uhr. Du guckst jede Stunde, wer da ist. Und du brauchst gar nicht mit niemandem zu reden. Mit niemandem, aus Nachwehr, wer sich abgemeldet hat, wenn er kurz weg war. Wer nicht, diese Scheiße schreibst du alles auf. Du schreibst einfach, wer von 18 bis 0 Uhr da war. Wer zu der Aufstellung gefehlt hat, zu der ersten. Wer da war, ob er sich dafür abgemeldet hat. Wann er später kommt, ob er später kommt, ob er sich abgemeldet hat, ob er sich nicht abgemeldet hat. Diese Sachen will ich alle schriftlich haben. Und diese Liste schickst du mir. Du liest gar nichts vor. Ich lese von meinen eigenen Huevos, Mierda. Ich hole sie aus meiner Hose, wo meine Huevos drin sind. Ich hole sie da raus, Mierda, und ich lese sie selber vor. Ganz einfach. Du bist einfach nur mein Schreibrohr. Ganz einfach. Das machst du, Diego. Und wenn am Ende Leute sauer auf dich sind, weil du sie deckst oder weil du sie nicht deckst, dass du das aufgeschrieben hast, dann sagst du mir, wer das ist. Und ich schieße ihn in die Fresse, Mierda, und sorge dafür, dass egal in welche Familie er kommt, ich die komplett unterdrücke. Komplett, Mirda. Ich setze mich auf die rauf. Ich unterdrück die bis zum Tod, Mirda. Verstehst du? Das kann nicht sein, Mirda. Dass ihr euch gegenseitig fertig macht, weil man uns unter Leadership die Wahrheit sagt, wer da ist und wer nicht. Ob das jetzt bei Dati so 100% richtig ist oder nicht, ist eine andere Sache. Ob das jetzt dir mehr so vorkam oder vielleicht doch so ist, weiß ich nicht. Es haben sich jetzt 50% gemeldet und 50% haben sich nicht gemeldet. Bueno. Das muss Dati trotzdem den Anschein geben, dass er sagt, bueno, ich muss vielleicht doch ein bisschen mehr aufpassen, wann ich da bin und wann nicht. Ich habe euch gesagt, jeden Einzelnen, wenn er meine Familie kommt. Ich brauche keine Leute, die Halbzeitleute sind. Ich brauche Leute, die da sind. Versteht ihr das? Und wenn das nicht geht, ich bin der Letzte, der sauer auf euch ist. Aber wenn ihr mich verarscht, dann bin ich sauer auf euch. Und dann könnt ihr mir das Recht nicht nehmen, indem ihr am Ende sagt, ja, aber wir haben ja noch andere Sachen zu tun und ich habe nur ein Leben und... Dann halt deine Fresse und lebe dein Leben, aber nicht in Kali! Ich lasse mich nicht verarschen von euch, Mirda. Von niemandem hier. Also, ihr schickt jetzt diese ganzen versibbelten Leuten von meiner verschissenen, dreckigen Route. Und ihr geht hin. Und ihr sagt zu denen, hört zu, Mr. Bitcoin lässt grüßen. Und ihr sagt ganz normal, verpisst euch von der Route, sehen wir euch da, drücken wir euch an die Wand, Mirda. Das sagt ihr zu denen. Ihr sagt denen nicht bitte runter von der Route, ihr sagt denen genau diese Wortlaute, Mirda. Und das sagt ihr jeder Familie, außer den Cousins. Zu den Cousins sagen wir, mit Herz, Mirda. Mit Herz, Mirda, kommt ihr auf diese Route, Mirda. Mit Herz, das ist eure Route, Mirda. Eure Route ist das. So einfach. Allen anderen, Mirda, hält ihr diese und ihr geht auch auf die Route. Wir gehen jetzt auf die Route rauf. Wir schicken die von der Route nicht runter. Wir schießen die da um. Versteht ihr mich? Wir fahren da jetzt hin und schießen da alle weg. Wir knallen die alle weg, Mirda, von meiner verschissenen Route. Und wenn ihr danach nicht aktiv auf der Route seid, Hermanus,
dann möchte ich, dass ihr euch von mir verabschiedet. Versteht ihr das? Es gibt hier genug, es gibt hier 15 wunderschöne Familien, Mirda. Menes hat wahrscheinlich noch Plätze frei. Mendes, Isco, Lloyd, Marcel Heres, das werden wunderschöne 12er, Manus. Ihr werdet viel Spaß dort haben. Sehr viel Spaß. Also, entweder macht ihr das hier mit mir ernst oder gar nicht. Was dazwischen ist, dulde ich nicht. Diego, du machst deine Liste. Pinguin, du machst deine Geschäfte für Kali. Ganz einfach. Eine Woche waren wir hier. Gib mir doch ein bisschen Chance, Mirda, uns aufzubauen, dass wir denn gegen diese Leute schießen können. Ich habe die Trauer gerochen, Mirda, als wir nicht gegen MOB Krieg gemacht haben wegen Pitten. Entspannt euch doch. Ich bin doch mit euch. Ich will doch genauso, Mirda, den Leuten in die Fresse schießen. Aber ein bisschen Geduld. Ein bisschen Geduld, Mirda. Also, ihr habt es ja gesehen. Was? Mit Anissa, die ist schon da. Ja, andere Mirda. So, ja, Anissa, komm her. Mit seiner Familie auch auf dem Anwesen, dass sie Bescheid wissen. Mr. Bitcoin? Was? So wie Enno gestern indirekt gesagt hat, da können Sie auch Pinguin fragen, kam das Gespräch gestern von Bankers. Die haben das wohl alles ins Rollen gebracht. Kein Problem. Bankers ist am Anwesen. Und ich habe auch gesagt zu den Geschäftsmännern, dass die irgendwas genuschelt haben, sie dann bei der Übergabe gesagt haben, was habt ihr gesagt? Und die haben gesagt, nix, alles gut. Da habe ich gefragt, warum die nicht stehen. Die haben irgendwas. Reden, ja, die haben irgendwas mit 400 Waffen crazy. Irgendwie sowas. Ich habe das gehört. Ja, ich bin nicht dumm. Das habe ich auch mitbekommen. Das habe ich den Geschäftsmann auch so gesagt, damit sie da wissen. Und ich vermute sehr stark, Mr. Bitcoin, dass einer von den Bankers diese 4000 Waffenteile unterschlagen hat und es auf uns abwälzen wollte. Die haben Ratten in ihrer Familie. Ich bin mir bis heute noch sicher, dass die nicht diese 4000 abgegeben haben. Haben sie nicht. Haben sie das nicht. Ist mir scheißegal. Lass uns jetzt nicht über diese lächerlichen 4000 nachdenken. Jetzt will ich euch auch noch eine Frage stellen. Wie viele Waffen haben wir im Lager? Ich brauche eine genaue, verschissene Zahl. Schau mal jemand im Lager nach. Wir haben um die 495 MK2s und 300 irgendwas Pistolen. 300 Pistolen. Wurden die Pistolen schon weggenommen? Und dann wollen die Leute sagen, ich bin unvermehrt, wenn ich den anderen 500 gebe und ich habe noch 300 Pistolen in meinem Lager. Ich bin ein Unterdrücker. Ich zeig denen, was Unterdrücken bedeutet, Mirda. Ich zeig denen, was Unterdrücken bedeutet. Ihr geht jetzt auf diese verschissene Route, knallt die da um und geht Waffen herstellen! Bald durch uns kommen. Okay. Sü! Anissa, geh du schon mal in den Pool, Anissa? Ja, Mr. Bitcoin, ich hab eine Frage. Ja. Gut. Weißt du, warum ich lieber ausgewechselt hab? Anissa, an mein Tisch. Oh, sorry. Sie waren nicht wieder, hab ich genau richtig. Bekommen. Also, wenn du mir auch sagst, dass du da bist und nicht da bist, Ramana, dann mach ich genau das gleiche mit dir. Bueno, ich behalte deinen scheiß Kassenbon hier in meiner Tasche, Bueno? Mhm. Und wenn du nicht da bist, Ramana, dann gehe ich zum Laden und sag, hallo, guten Tag, ich habe 14 Tage Rückgaberecht. Ich möchte diese Scheiße gerne umtauschen. Bist du damit zufrieden? Die machen wir so. Gut. Dann ist das dein Blatt denn. Vielen Dank. Pinguin hat dich vorgeschlagen, also kann ich von dir was erwarten. Mhm. Zieh dich um. Komm, ich gebe dir kurz einen Job. Schau mal, Ramana. Wir haben... Was? Ich muss dir hallo sagen. Zeus, bist du's? Nein. So. Hör mal zu, Mirda. Ja. Bist du im Stimmbruch gekommen? Nein. Ich wollte mal hallo sagen. Ich bin hier und da wollte ich mal hallo sagen. Wir haben keinen Platz, Musa. Ich wollte doch gar nicht rein. So, gar nicht die... Für Musa hätte ich Platz, sage ich dir ehrlich. Wir haben doch für dich Platz. Nein. Was machst du hier, Musa? Ich weiß, ich wollte mal hallo sagen. Oh, sie was vom Lager, was wir bekommen? Ja, ich brauche alles. Bring mir was, Loco. Thomas Hucks hat mich angerufen. Er meint... Ich kann herkommen. Stimmt, ich weiß noch, Mirda. Damals hast du mich verlassen für Thomas Fuchs. Ja. Sag mal ja. Das ist ein guter Bruder, oder? Ja, Thomas Fuchs, ja. Ja. Das ist ein guter. Er hatte Unicorn, er hatte das Titi-Twist, er hatte diese ganzen Geschichten, diese ganzen Nachtlaufen. Ja, sehr alles, guter Bruder. Alles. Alle Dings da, Spätkäufe. Da war überall drin. Er hat über seine Finger gehabt. Da weiß, wie man Geld macht, Mirda. Matthew, ja, danke schön. 100%. Er hat immer Geld irgendwie. Und er meinte, ich kann hierher kommen. Und dann wollte ich mal hallo sagen hier. Bueno, wenn du es irgendwann mal wieder ernst meinst, sag Bescheid. Wo warst du in der Zwischenzeit? Ich war überall da. Also nicht hier unterwegs, aber... Warst du unterwegs? Nein, nirgendwo. Aber was, hast du nicht geschossen? Nein, gar nicht. Scheiße, aus der Übung. Stell dich doch nicht vor. Freut mich, dass du uns nicht vergessen hast, Musa. Nein, niemals. Wenn du was brauchst, sag Bescheid. Mach ich. Zieh, Pinguin. Und Enno vor der Tür reden da gerade auch mit Breitenberg. Hey, hol ihn mal her. Gar nicht mehr. Es ist wirklich Vollbruch. Mir ist das egal, wie viele Waffen sie rausgeben, aber es wurde echt alles so hart gefickt, dass wirklich Leute einfach nicht mehr kommen wollen. Wenn man es umrechnet, standen wir 416 Stunden nur auf dem Sammler. 416 Stunden reine Sammelzeit und haben da 430 Waffen. Ich hab's nicht ein bisschen bekommen, das heißt, gerade mal so eine Waffe, wenn man die Verarbeitungszeit, hin- und herfahrzeit nicht mit einberechnet. Also nicht mal eine Stunde für Waffe? Richtig.
Erinnern Sie sich an Zeiten, wo man einen ganzen Tag für eine Waffe arbeiten musste? Das habe ich den Jungs aber auch allen gesagt. Kevin, ja, erinnerst du dich? Gut, aber als ihr gesagt habt, dass ihr euch, dass ihr die verstehen müsst, warum das die weniger Prozente rausgeben, weil die Waffe einfach viel weniger gekostet und viel schneller weniger geht. Weniger Prozente? Ihr seid verwöhnt. Ihr müsst euch mal so überlegen, wenn 5 Familien zusammen 1000 Waffen produzieren, dann kann man nicht 500 Waffen abgeben, wenn noch 15 Familien beliefert werden müssen. Wenn diese Razzien, wenn diese Routenrazzien stattfinden, wenn es Kriege geführt werden müssen, um diese Route zu beschützen. Ihr vergesst eigentlich, was für ein gesamter Aufwand hinter dieser ganzen Maschinerie steckt. Ihr denkt, es wird nur produziert und dann verteilt. Ich glaube, das ist Kinderfax. Also ich vergesse gar nichts. Also Pinguin, wenn du ehrlich bist, wurde der Einzige, der für euch geredet hat, war ich gestern, dass ich euch verstehe. Ja, der hat euch wirklich vertreten. Aber nichtsdestotrotz seid ihr bei 4.000, 5.000 Waffen, die ihr durch die Familie bekommen habt. Ich weiß nicht, wie riesig der Verschleiß von 1.000 Waffen sein soll, aber den wird es nicht geben, außer bei einer Razzia. Das mein heißt, Freund, glauben Sie, dass die Familien die nächsten Wochen, Monate genauso aktiv produzieren werden wie jetzt am Anfang? Haben Sie schon mal, Mr. Mathematiker, haben Sie schon mal so eine Route geführt? Tatsächlich war ich schon mal dabei, ja. Also haben Sie Erfahrung im Umgang mit der Waffenroute? Richtig. Und dann wissen Sie auch, dass am Anfang mehr produziert wird als in der Mitte und am Ende? Das ist, natürlich ist das richtig, aber zum Beispiel kommt ja eine neue Familie hier gerade, Majestics, die wird Ihnen auch wieder ordentlich was ranbringen und ich weiß, dass ich... Nein, die werden mir nichts ranbringen. Leisten, was am Anfang gut, kann. Aber es kann nicht, also wenn wir von der ertragreichsten Route reden... Einer guck mal, hör mal zu, Mr. Theorie. Das ist nicht Mr. Theorie, aber ganz kurz, wir haben weniger verdient, als wenn wir verdient hätten auf einer Drogenroute. Das heißt, die 416 Stunden, die wir gesammelt hatten, hätten wir auf einer anderen Route gut. Das Doppelte. Nein. Warte, Brian Beck. Dann hättest du keine 400 Waffen. Nein, entspannt euch. Komm mal her, Mr. Theorie. Kauf mir mal. Mach mal, du hast jetzt 10 Millionen in der Tasche. Kauf mal von mir kurz 500 Waffen. Kauf mal. Das sagt doch keiner. Kauf mal jetzt. Kauf doch 400 Waffen, du Haufen Scheiße, der du bist. Ich stech dich und deine ganze Familie ab. Du Scheiß-Theoretiker. Hast du mich verstanden? Verstehst du mich? Verstehst du mich, du Scheiß-Theoretiker? Kannst du mich verstehen? So welche Ratgeber wie du machen die Familie kaputt. Hast du mich verstanden? Und aus diesem Grund, Mirra, habe ich euch ganzen Ungeziefer aus meiner Route entfernt, Mirra. Weder ihr, noch die Majestics, Mirra, noch irgendeine andere Familie gehen mehr auf meine Route! Verstehst du mich? Weil du ein scheiß Ratgeber bist! Weil du ein scheiß Ratgeber bist, Mirra! Hast du deine Familie in den Ruin gebracht! Und jetzt nicht nur das. Ich gebe euch allen noch ein scheiß Verkaufsgebot, Mirra, für die nächsten 4 Wochen. Damit die anderen Familien, Mirra, in 4 Wochen auf euren Stand sind. Was die für Waffen jetzt im Lager haben. Die haben maximal 50 Waffen im Lager, während ihr 400 habt. Also ich rede ganz ruhig. Ich rede auch ganz ruhig, Mirra. Pinguin, sag ihm, wie viele Waffen ich im Lager habe. Schnauze, Mirra, Theorie. Pinguin, sag ihm, wie viele Waffen wir im Lager haben. Sag's ihm. Wir haben 300 Pistolen im Lager. Jetzt verpisst euch von meinem Anwesen. Hä? Was passiert hier gerade? Wir dürfen doch nicht auf die Base. Sag Geschäftsmann Leifen bei der Insel. Oder Falke nach Standort, rufen an. Okay. Ja, bitte. Vicky, du bist so schlimm. Ja, das passt schon so. Wir haben Mr. Bitcoin. Wir haben das Paket, alles in Ordnung. Richtig. Sehe ich aus wie ein scheiß Paket, Mirda? Ja, irgendwie schon. Okay. Wer seid ihr? Lass einfach den ganzen Tag fliegen. Ich hab Zeit, Romanus. Gar kein Problem, Romanus. Also ich liebe das. So dieses Fliegen mit Kapuze und kein Mensch weiß. Ja, wir sind schon unterwegs. Ah, wer seid ihr denn, ihr Müllleute? Wer seid ihr, Mirra? Wer seid ihr? Alles zu seiner Zeit. Alles gut, ihr seid die Geschäftsmänner, hat gerade einer von euch Vollidioten schon gesagt. Hier im Heli sind wir gerade Auftraggeber und Lieferant, ne? Auftraggeber und Lieferant? Du scheiß Postbote, Mirra? Genau. Ich bin der Postbote und Sie sind das Paket. Mhm. Wir fliegen gerade über... Aha, hier ist der alte Tuna gewesen. Lass mich raten, wir fliegen Richtung Cayo Perico. Was passiert hier, Mirra? Wie lange muss ich meine Maske noch aufhalten? Hallo, Mr. Bitcoin. Nein, Marcel. Alles klar bei dir, Mr. Bitcoin. Deine Preise sind mir zu hoch. Ja, nur Probleme mal oder so. Hast du schon richtig gesagt, deine Preise. Du machst Preise. Die Preise runter, bevor ich dich ficke, hast verstanden? Wie lange muss ich noch so einen scheiß Sack über den Kopf haben? Mr. Bitcoin ist sicher, er wird ihm jetzt den Sack abgenommen. Alles gut. Das ist sowas wie eine kleine Tafelrunde. Das sind die Familien, die sich über die Waffenpreise beschweren. Wieso kann ich mich nicht bewegen? Hab ich fest an. Was passiert hier? Geh in die Mitte, du und Breitenberg. Kevin, du brauchst dich nicht jedes Mal auszuziehen. Meine Hose hat gekratzt. Bitte, es ist hier. Guck mal, wie viele Fliegen hier in Luft sind. Wir haben Sommer. Danke. Okay. Carlos, sind alle Familien da, die wir eingeladen haben? Ja,
Bitcoin, weißt du, warum du hier bist? Naja, also, dass es was mit der Waffenroute zu tun hat, ist mir klar. Wenn ich sie hier, obwohl, Medellin? Das Blanco ist hier. Kevin? Wer bist du? Warum machst du jetzt, als ob du überrascht bist? Ich bin MOB schon lange, ganze Zeit. Ja, aber du hast nichts mit der Waffenroute zu tun. Die sind aber OGs. Ich möchte sie fordern, vielleicht. Würde mich nicht wundern, wenn du die noch über die Geschäftsmänner fordern würdest. Ja, weil ich Angst habe vor dir. Bitcoin. See. Wir machen es kurz und knackig. Okay? Wir wollen schnell auf den Punkt kommen. Ich fange links an. Kevin, hast du etwas an Bitcoin zu sagen? Ja, die Preise sind zu hoch, Bitcoin. Hast du ihm das auch in seine Fresse gesagt? Jetzt sage ich das. $5,000, Mr. Bitcoin. Er hat gar nichts gesagt. Doch, ich habe das hier gesagt, also bei mir im Anwesen, ich habe gesagt, das war zu hoch. Fabio, was ist mit dir? Was ist mit Grace? Wir brauchen einfach, mehr Leute sollen einen Deal halten und die Waffenpreise sind schon ein bisschen gesteigert. Ich möchte auch einen Deal. Also bist ich möchte auch einen Deal. Mehr ich Leute brauchen einen Deal? Ja. Wir wurden alle runtergeschickt, also kriegt ihr bestimmt einen Deal, wenn ihr fragt. Ihr wurdet nicht runtergeschickt, ihr wurdet runtergeschossen. Oh. Nee, von meinen Jungs war keiner drauf. Majestics. Ich hab nichts auszusetzen. Überhaupt nicht. Nein. Soll ich dich korrigieren, Umran? Kein Fitner, Carlos, kein Fitner. Warum Fitner, Bruder? Kein Fitner. Ich frag dich, wie ein Nein, Mann. Nein, ich habe nichts auszusetzen. Hast du was auszusetzen oder Nein, nicht? Nein, hab ich nicht. Tamam. Kevin, was mit dir? Ich bin sehr enttäuscht. Sie haben uns gescammt. Das war Betrug. Sie haben uns wirklich betrogen und angelogen. Sie haben gesagt, wenn man sich viel Mühe gibt, wird man noch viel belohnt. Wir haben uns unendlich viel Mühe gegeben. Wir haben über 410 Stunden haben wir investiert für gerade mal 430 Waffen, was ungefähr eine pro Stunde eine Waffe ist. Das ist absolute Abzocke. Hätten wir auf Drogenrouten gearbeitet, hätten wir das doppelt an Geld gemacht. Das doppelt an Geld. Hätten die Waffen doppelt und dreifach kaufen können. Wie denn? Ja, vielleicht nur 50 pro Woche, aber es ist egal. Lieber kaufe ich nur 50 Waffen pro Woche, statt für sie mir den Arsch aufzureißen, meine gesamte Familie fast zu verlieren, weil alle so sauer sind, weil sie uns betrogen haben. Spuck, wir haben uns abgezogen. Die Sichtweise ist sehr interessant. Bueno. Bitcoin, nur bitte zuhören erstmal. Ah, klar. Du kannst gleich alles sagen, was du willst. Klar. Blanco, was ist mit dir? Bist du zufrieden oder nicht? Ja, ich sagte, ich bin zufrieden mit den Waffenpreisen. Die Menge könnte halt mehr sein, aber das hatte ich auch angesprochen bei Pinguin. Bei Pinguin, okay. Was mit dir, Enno? Was sagst du? Obwohl ich gefickt wurde, ich habe Carlos gestern auch gesagt, dass ich die Preise in Ordnung finde, damit nicht jeder unendlich viel kaufen kann und hier wieder nur Krieg herrscht. Nochmal, Entschuldigung. Ich habe gesagt, obwohl ich mit am meisten gefickt wurde, habe ich zu Carlos gesagt, ich finde die Preise okay. Ich finde es okay. Und was mit der nächsten Familie, Medellin? Ist okay, ist in Ordnung. Wir fanden die Menge in Ordnung, die Preise vielleicht ein bisschen runter, aber ich habe morgen eigentlich ein Gespräch mit Pinguin, deswegen. Okay, was mit dir, Mafia? Ich finde, Mr. Bitcoin hat sich stets bemüht, hat immer probiert, schön sachlich mit mir zu reden und die Geschäfte voranzustreiten. Deswegen will ich Ihnen eine klare 2 geben. Howard, was mit dir? 100% zufrieden, oder? Ja. Okay. Was ist mit dir, Akin? Dadurch, dass eine Pistole 2 Waffenteile kosten und eine Person eine Stunde 10 Waffen sammelt, ist der Preis viel zu teuer. Also würden die Waffen von der Herstellung teuer sein, dann würde der Preis Sinn machen. Aber 12 Waffenteile, eine Pistole und dann 10k zu verlangen, ist ein bisschen zu viel. Okay, perfekt. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass du einmal bei mir warst. Sam war zweimal bei ihnen gewesen. Wir hatten noch Waffenteile gehabt. Dann wollten sie uns 25% geben, was auch eine Frechheit ist. Also, wann hast du mit mir über die Preise geredet? Das frage ich dich gerade. Lenk mich ab. Ich? Ja. Gar nicht. Gut, dann halt deine Fresse. Ich rede, wann ich will. Und ich stopfe dir deine Fresse, wann ich es will. Bueno. Hey! Aber weiter. Hey! Können wir weitermachen, bitte? Wir sind schon rum. Jetzt nochmal in die andere Richtung. OG, habt ihr mit Kali, mit Mr. Bitcoin geredet über die Preise? Oder mit Pinguin? Einfach nur ein Ja oder Nein. Red dich nicht aus. Ich kann doch sagen, was ich will. Nein, du kannst sagen Ja oder Nein. Hey. Warum? Du befiehlst mir doch gar nichts. Ich kann doch sagen, was ich will. Abibi Akin, wir haben nicht wegen... Nein, wir haben nicht wegen dem Preis geredet. Wir haben nur wegen Waffenteile geredet. Zu viel Waffenteile ist zu wenig. Irgendwas. Das ja, das schon. Nein. Doch. Also wir haben gesagt, die Waffenteile dafür, wir haben 4000 Waffenteile. Wann wart ihr bei mir? Wann wart ihr bei mir? Gestern hat doch Sang mit ihnen geredet, oder nicht? Und da waren wir bei ihnen am Anwesen, da haben sie Bilal umgeschossen gehabt bei ihnen am Anwesen. Das ging um meinen eigenen Deal von euch. Ihr wolltet Waffenteile abgeben. Ich habe euch gesagt, ich kann euch dafür...
Für 166 Waffen, die hergestellt werden konnten, hätte ich euch 50 redet gegeben. Warum reden die so? Warum reden die so, Bruder? Außer 166, wie kommen sie auf 166 so Waffen? Das wären 166 Waffen. Das spielt ja Waffen. Keine Rolle. Wie aber gesagt, wir haben ein Gespräch, oder ja, wir hatten ein Gespräch und er wollte uns. Es ging nur um diese Waffenteile, nie um irgendwas anderes. Es ging nur um 30% geben, wegen der Waffenteile, die wir haben noch. Und 30% ist. Sei doch froh, wir haben nur 25 bekommen, obwohl wir 21 Trophäen haben. Ja, dann wurdest du halt verarscht, was soll ich sagen? Ja, wir alle. Was mit dir, Markus? Hast du mit Bitcoin. Anne, du hast gesagt, ist perfekt so, oder? Ja, es passt so. Ist perfekt, okay. Passt schon. Young Reckless, hat jemand geredet von euch mit ihm? Ja, wir haben mit Bitcoin geredet. Ja. Solide 2 hast du gesagt, oder? Ja, aber wir haben mit ihm geredet, ja. Und was hast du gesagt? Ja, wie wir gelernt haben, immer probieren runterzuhandeln. Aber Bitcoin hat seine Standpunkte klar und deutlich erklärt, sodass die wirtschaftliche Lage hier in dem Staat hochgehalten werden müssen. Dass man auch den Wert einer Waffe verstehen muss. Und den Punkt habe ich absolut verstanden und akzeptiert. Ja. Okay, perfekt. Medin, was mit euch? Ich habe doch gerade gesagt. Schau mal, ich habe den Rücken. Ist alles sauber, richtig? Die verkaufen dich alle, Bruder. Die Waffenmenge, ja. Bruder, den Preis ich sag dir ehrlich, die verkaufen dich alle, Bruder. Ich habe den Rücken. Ich hab den Rücken, Bruder. Okay, genau. Du musst die wieder hauen, Bruder. Ich sag dir ehrlich. Geht's jetzt nur um Waffenpreise oder allgemein um die Rote? Der hat Bitcoin, er hat mit dir geredet, von Auge zu Auge, oder? Ja, ich habe heute mit ihm geredet und ihm nur gesagt, dass ich ein bisschen enttäuscht bin, weil meine Familie am meisten gebracht hat. Heute. Und wir trotzdem nur 26% wie Kevin bekommen haben, also wie die Bankers. Also haben wieso vergleicht ihr euch ständig mit irgendwelchen Bonus anderen Leuten? Bruder, und ja, weil die am meisten rangebracht haben. Aber sie haben mir ja heute erklärt, dass der Bonus die 30 Waffen mehr waren. So, mehr als eine Erklärung habe ich mir nicht gewünscht. Keine Ahnung, warum sie so überreagiert haben. Ich habe überreagiert. Hast du mit irgendwelchen anderen Leuten geredet, bevor du mit mir geredet hast? Ich habe ihnen gesagt, ich wurde gestern hochgerufen. Hast du mit irgendwelchen anderen Leuten geredet, bevor du mit mir geredet hast, ja oder nein? Haben wir aber mit ihren Leuten. Gut, dann rede nicht. Nein, nicht mit meinen Leuten, mit den Geschäftsmännern. Ali, habt ihr mich hochgerufen und das wusste, um was geht? Das ist doch scheißegal, Mira. Dann sagst du zu Ali, hey Ali, nichts für ungut, bei allem Respekt, wir reden mit den Leuten. Ich habe mit Ali kein Wort gewechselt, bevor wir am Kali anwesend waren. Dann habe ich mit ihren Leuten geredet. Mafia, komm, danke. Dann fragen Sie mal Pinguin, wie das war, dann kann ich Ihnen das bestätigen. 11.820. Ich kann das bestätigen, aber er hat heute mit dir geredet, oder? Ja. Ja, eigentlich schon, danke. Und dann du kannst gehen. Steig in dein Auto, Salam alaikum. Okay, bitte. Danke. Blanco, was mit dir? Ich sagte ja gerade schon, Preise sind in Ordnung, Menge hätte mehr sein können, aber das habe ich schon mit Pinguin selber geklärt gehabt. Wann? Kurz nachdem ich mit ihm geredet habe heute. Gerade eben noch. Manga. Dann wurde ich hergerufen. Wenn ich seine Route hätte, dann würde es mir auch. Ich war heute auch bei Bitcoin und da wurde ich extrem angeschrien. Nein, wurdest du nicht. Geredet. Mein Rechner wurde angeschrien. Ich wurde nicht angeschrien. Entschuldigung. Das muss ich mal korrigieren. Dein Taschenrechner. Positiv. Der sich verrechnet hat. Der wurde argumentativ widerlegt. Okay, aber du hast das Gespräch gesucht zu ihm, oder? Ja. Okay. Kannst auch gehen. Wieso? Er kann auch gehen. Wieso? Siehst du gleich. Geh bitte, Die Geschäftsmänner wollen die Familien fördern, dass sie endlich Gespräche suchen, Mr. Bitcoin. Das ist gerade eine Lektion für Sie, nicht für uns. Omran, was mit dir? Aber wir arbeiten zurzeit auf der Route. Wieso? Was hat dann Omran gesagt über mich? Ich frage ihn, hast du irgendwas auszusetzen? Ich habe doch schon Nein gesagt und deswegen haben wir auch nicht geredet. Aber Fabio hat seinen Punkt gesagt. Warst du schon bei Bitcoin oder nicht? Bezüglich des Deals, ja, das wäre eigentlich heute passiert, aber Mr. Bitcoin war leider nicht. Ich meine, wegen einer Beschwerde oder irgendwie so. Nein. Keiner von euch. Nein. Kevin, der Letzte. Ja? Ich habe in sein Gesicht gesagt, ja. Er meinte nein. Ich würde niemals eine Waffe bekommen. Was? Er wollte mir einen 90-10-Deal geben. Wann nimmt Kevin das hier überhaupt ernst, Hermanos? Natürlich nehme ich das ernst, hallo? Guck mal, ich weiß, du liebst grün und du liebst auch das Weed. Okay, und du siehst aus wie halbe Bob Marley. Ja. Mit Afro auf. Das ist Habibi, bleib mal bitte ein bisschen jetzt ernst. Okay. Und das ist hier kein Spaß, okay? Okay, alles klar. Also, hast du geredet mit ihm oder nicht? Ja. Bitcoin, hat er mit dir geredet oder nicht? Nein. Hä? Aber bei mir am Anwesen, wir haben darüber geredet. Was hast du gesagt? Ich habe ihn gefragt, wie es jetzt aussieht mit der Rote, die ist das. Er meinte, ich werde das jetzt die nächsten Tage sehen. Habe ich gesagt, 10.000 ist sehr viel, und er meinte, ja, wir werden sehen. Okay. Gab es vor einer Zeit eine Tafelrunde, wo es um die Waffenroute ging, um die Preise, die bekannt waren? Ja, ich glaube vorgestern. Okay, hat jemand da seinen Mund aufgemacht gegen Karl? Mm,
Ich weiß nicht, ich glaube 2-3 Leute. Sag mal die Namen außer Valdet Gashi, weil er hat 10 Kilo Eier, wie immer. Das war nur Valdet. Wir haben auch geredet. Ja, mit zwei anderen erinnere ich mich nicht dran. Das ist so respektlos. Ali, wenn ich dich kurz unterbrechen darf. Bruder, ich hab dich doch gar nicht angeschrien, Orange, ich hab deinen Freund angeschrien! Bei der Tafelrunde wurde aber auch ausdrücklich gesagt, dass wir bis Mittwoch warten sollen. Und, ja, genau, bis Mittwoch. Genau. Also da wurde nicht wirklich viel geredet. Shut up. Ali Asafi. Ich bin hier. Ich hatte am Anfang das Gefühl, dass sie irgendwie Fitness shiften wollen, aber jetzt verstehe ich, was sie... Alter, boah, das ist krank. Guck mal. Das gehört verboten, das ist krank. Wie kann es sein in dieser Stadt, dass jeder hat Angst vor Bitcoin? Obwohl, in meinen Augen, wen ich am meisten hasse, eigentlich ist Bitcoin. Wie kann das sein? Erklärt mal bitte. Dass niemand seinen verfickten, dreckigen Mund aufbekommt, wenn er bei Bitcoin ist. Darf ich Ihnen sagen, warum? Ich glaube, die Frage ist an uns gerichtet, Breitenberg. Ich will eine Wie Theorie kann äußern. Es sein, dass Bilal, Big G, von Young Reckless uns sagt A, B, C, aber er sagt es nicht zu Bitcoin? Bilal. Wie kann es sein, dass Umran von Majestix, Carlos, bitte zitiere ihn. Zitiere mich bitte. Oh. Ali, wenn ich dich kurz unterbreche. Das würde ich jetzt gerne hören. Ist Carlos noch da oder ist er weg? Nee, der ist weg, aber ich kann selber mich zitieren. Dann zitiere mal und er hat mir sowieso geschrieben. Ich guck mal, zitiere. Dadurch, dass wir eine neue Familie sind, habe ich gesagt, ich verstehe es, dass die Waffen so teuer sind, damit nicht jede Familie 1000 Waffen direkt hat. Stopp. Guckt, ob er eine Waffe hat. Wenn ja, nimm die ab. Akin, du kannst gehen, Habibi. Ich? Achso. Ich habe gesagt, es ist verständlich, wenn man die Wirtschaft nicht ficken will, dass man nicht so viele Waffen verkaufen kann oder möchte, dass man die Preise ein bisschen höher macht. Ich habe schon. Aber ich es ist unfair den neuen Familien gegenüber, wenn die so teuer sind, weil die sich das nicht direkt leisten können. Aber im Endeffekt muss man dann halt hassen. Mehr habe ich nicht gesagt. Okay, bis du hast gesagt, der Preis, ich muss ehrlich sagen, wir sind kein Lügner. Nein, ich bin auch ehrlich. Der Preis ist fair. Aber 1 bis 2000 zu teuer, richtig? Nein, habe ich nicht gesagt. Doch, hast du gesagt. 1 bis 2000 Ali. Das kann sein, dass es mein Vorschlag dann gewesen ist im Nachhinein, ja. Okay. Ali, kann ich kurz was dazu sagen, bitte? Dann habe ich vergessen, Bruder. Warte kurz. Warum macht ihr das bei uns? Warum tut ihr nicht zu Bitcoin gehen? Und wenn ihr auf eine Wand läuft, dann verbündet ihr euch alle und reitet zusammen mit ihm. Es geht nicht immer um Waffen, um Unterdrücken. Aber ihr könnt alle nicht reiten, was ist los? Aber warte ganz kurz, wenn es jetzt um uns geht, ich habe gesagt, es ist verständlich und mir ist diese 1 bis 2000 kann man runtergehen, beziehungsweise im Nachhinein kann man dann runtergehen. Und ich habe auch gesagt, dass am Mittwoch dieses... Ding ist, wo alle abgeben und dann wird auch vielleicht der Preis runtergehen. Ich habe mich nicht beschwert. Hätte ich mich beschwert, ich hätte jetzt meinen Mund aufgemacht. Wallah. Okay, Habibi. Jetzt? Jetzt nochmal, Ali, darf ich bitte was sagen? Kurze Frage. Ich habe eine kurze Frage. Um was geht's hier? Du bist zu spät, warte. Allein dafür müsstest du einen Kopfschuss geben, mir, dass er mit so einer Stimme hier auftaucht. Einfach direkt hinrichten sogar. Nein, ich? Alles gut. Warum? Dergen, bitte bleib locker. Du bist Ali, kann ich kurz was sagen, bitte? Man in the mirror is here. Was? Was ist das denn, Alter? Hey, guck mal, ich hab keine Zeit für Kindergarten hier, okay? Entweder ihr seid Männer, alt genug und benimmt euch oder verpisst euch. Ach so. Okay, das ist so ein Gespräch. Tamam. Dein Majestix ist schon fertig, okay? Passt. Dein Young Reckless, bitteschön, sag mal. Ja, ich wollte gerade sagen, Bilal hat nur mit euch geredet als Brüder. Ja, und du weißt, wie es ist, das Fußvolk wird sich immer sagen, es ist scheiße, auch wenn die Waffen 5000 kosten. Ja, Bilal, seine Absicht war es, niemals hinter Kalis Rücken zu reden, denn wir führen eine offene und ehrliche Bindung, wenn nicht sogar eine Kommunikation, eine Beziehung mit Mr. Bitcoin, mit Kali, sodass wir keine Angst haben, mit Kali zu reden. Ja, seitdem das erste Mal passiert ist, und wir das erste Mal bei der Therapie waren, haben wir gelernt, unsere Gefühle auszudrücken. Und einmal die Woche quatschen ich und Mr. Bitcoin und reden über unsere Probleme. Deswegen, ja. Du bist vielleicht auch einer der Männer, die hier stehen, oder allgemein in der Stadt, in der Geschichte der Zeit, der immer Eier hatte. Wer hat dieses Wu erfunden? Um eine Familie,
jetzt zu sagen, Rücken, du Bruder. Hast gemacht X, Y, Z. Ich hab Rücken, Bruder. Aber warum? Bilal, Bilal, schau mal, was mit Bilal passieren wird. Dass die Familien selber sowas auf die Reihe bekommen, mit ihm zu reden. Warum immer Ali? Warum immer ich? Trainer, dankeschön. Weil sie sich die Gespräche annehmen. Seit ihrer Existenz, seit ihrem Auftauchen, seit ihrem Einmischen sehen die Leute in ihnen ein Werkzeug. Sie sind nicht Ali Al-Safi, ihr seid nicht die Geschäftsmänner, ihr seid sowas wie eine Sniper, die man benutzen kann. Aha. Ja. Bravo, Alec Breitenberg. Auch wenn du bist Baron von Schwein, da hast du gut gesagt. Bravo. Respekt von mir. Und die denken, ich bin dumm und ich spiele das Spiel immer mit. Aber heute drehen wir ein bisschen um. Ich habe eine Frage an dich, Ali Al-Safi. Bitte. Ich möchte eine ehrliche Antwort von dir. Bitte schön. Du hast jetzt gehört, was ich den Leuten gegeben habe auf der Route. Nimm mal diese Prozente weg. Nach einer Woche Arbeit haben die Outlaws 530 Waffen, die Bangers 430 Waffen, die Cousins 380 Waffen, die Vagos haben 300 Waffen und die GmbH 280 Waffen. Ich möchte bitte dich fragen, diese Prozentscheiße weg, ja, der Prozentsatz hört sich ekelhaft an. Ist das für dich ein dreckiger Deal gewesen? Wäre das für dich ein schlechter Deal gewesen, wenn du mit der Mindeste hat 300 Waffen, 280 Waffen bekommen. Er hat 230 Waffen mehr als alle anderen Familien. Ist das ein schlechter Deal? Habe ich sie verarscht auf meiner Route? Sag es mir, Ali. Wie viele Waffen hast du? Ich habe 300. 300? Ja, ich habe 300. Warum? Wir müssen jetzt herstellen und dann haben wir endlich wieder Waffen, genug Waffen, um zu verkaufen an alle Familien. Und ich habe euch gesagt, Mittwoch werde ich den Cap hochstellen. Das heißt von 50 auf 75 oder sogar 100 Waffen für alle Familien. Aber ihr lässt mich nicht mal aufbauen? Ihr gebt mir nicht mal die Chance, mich aufzubauen als Waffenhändler der Stadt? Das ist ein Strang, an dem wir ziehen müssen, wenn ihr etwas von mir wollt und ich muss es produzieren lassen, damit ich es euch verkaufen kann. Aber am Ende bleibe ich darauf sitzen? Ja, okay, Mierda, ich regle meine Probleme mit allen Familien, wenn ich im Krieg bin. Dann habe ich gefälligst zu liefern. Wenn ich draußen bin, wenn ich am Urlaub bin, habe ich gefälligst zu liefern. Aber ihr wollt alle so viel Prozente haben, Mierda? Am Anfang für was? Denkt ihr, ihr kommt hierher in die Stadt, Mierda, und habt nach einer Woche jeder 1000 Waffen im Lager? Wie, man versteht mich nicht. Mr. Bitcoin, man versteht nicht. Mann! Das ist gerade bei allen, oder? Ja. Oh. Ja. Ja, ja. Mann, das war so cool gerade. Das war so mäßig. Du kommst sich als Waffenhändler aufbauen. Ah, komm mal, die Fresse, der Mafia. Das versteht man, ne? Ja, gut, er bekommt Mafia. Nicht mal Zeit, sich als Waffenhändler aufzubauen. Gib ihm doch Zeit. Er hat gesagt, dass er den Cap am Mittwoch. Ey, was ist hier los? Chat, das ist mein Internet? Ich hab deinen Rücken, mein Bruder. Wenn ihr was von Kali wollt, dann müsst ihr erstmal an mir vorbei. Habt ihr verstanden? Ja. Genau so. Aber ich frage jetzt, Ali Al-Safi, habe ich diese Familien verarscht? Ich will eine ehrliche Antwort von dir haben. Du willst eine ehrliche Antwort. Hört man mich überhaupt? Einmal neu. Was er sagt, er will eine ehrliche Antwort. Hört man ihn überhaupt? Did I jump scare you? Oh mein Gott! Hört ihr mich? Bruder, ich hab deinen Rücken. Hallo? Allahu Akbar. Hörst du mich? Ich hab deinen Rücken. Wir machen das gemeinsam, Bruder, ja? Ich hab Gänsehaut über meinen ganzen Körper, wallah. Wenn die an dir wollen, müssen sie erstmal mir vorbei, Bruder. Hast du verstanden? Ist das bei euch auch so? Das ist das respektloseste Wu, das ich mein. Also. Hallo? Ja. Man hört dich, Kevin. Ich glaube, jetzt sollte alles wieder gehen. Man hört sich, Kevin. Jungs, man hört euch alle, Mann. Okay. Aber ihr müsst verstehen, das, was wir sagen. Ihr müsst uns nicht nur hören, ihr müsst verstehen, was wir sagen. Wir brauchen Zeit, uns als Waffenhändler aufzubauen. Hört ihr mich? Ja, deutlich. Okay, aber wir Bitcoin. Müssen verstehen, was sie sagen. Sekunde, Bitcoin. Deine Frage, komm zurück. Ich sag dir ehrlich, Wallah, selbst hättest du genommen 95% für dich und 5% für die. Die sind selber schuld. Weißt du warum? Haben die nach einem Deal gefragt? Haben die Kondition von dem Business, von dem Geschäft vorher abgesprochen oder im Nachhinein? Ich habe jedem gesagt, ihr arbeitet auf der Route und ihr bekommt am Ende das, was ich für angemessen halte. Aha, bezabt. Ich hatte gestern das Gespräch schon mit vier Familien und Kali, Benguin, Amado, alle waren da. Ich habe gesagt, euer Fehler. Es ist ganz einfach. Ja, habe ich. Du hattest hohe Erwartungen. Du hattest ein Ziel, eine Vision. 1500 Waffen. Allahu alam. Das weiß nur Gott, was deine Vision war. Ich musste erstmal selber wissen, wie viele Waffen dabei rauskommen. Nix wurde abgemacht.
Wie kannst du dann sagen, du wurdest abgezogen? Wie? Did I jumpscare you? Nicht nur das, Ali Al-Safi. Wir wollen die in der ersten. Oder ich glaube, dieses Mu hat mich aus dem Leben geholt. Meine Ohren sind schon. Also in welche Richtung? Wie soll sich das denn entwickeln? Wie soll diese Stadt sich entwickeln? Mit 1000 Waffen. Ich meine, wenn man überlegt, 500 Waffen, das reicht, die müssen nie wieder auf die Waffenroute eigentlich. Das reicht, ganze Punkt. Ich glaube, es kommt darauf an, dass die Timing, was denn? Auf der Route. Natürlich. Glück gehabt. Und dafür, was dass sie so viel Zeit investiert haben, so wenig bekommen haben. Das stimmt. Aber eine Frage. Die haben pro Waffe 30 mal, Minuten investiert. Kevin. Nicht mal. Ah. Ich hätte diesen Deal niemals angenommen, okay? Ich persönlich. Ja. Hätte Kali jetzt zum Beispiel 2000 Waffen und die verteilen nur 100 und 1900 bleibt bei denen, dann komm ich und nimm die Waffen weg. Weil das ist Scam hoch und da. Man lässt die Leute wie Sklaven arbeiten. Und dann Salam alaikum. Es sei denn, das ist deine Abmachung mit ihm, du nimmst nur 5%, das ist deine Sache. Aber das wäre Scamming. Ali, die haben. Ich lasse nicht zu, dass Kali so viel hat. Sag ich ehrlich. Aber Ali, so war es nicht. Schau, okay, hör zu, ich mach dir einen Vorschlag, Ali. Ich mach dir einen Vorschlag. Warte, Kawat ist hier, oder? Kawat Lum. Ihr habt nichts gesagt, oder? Nicht, dass ich wüsste. Wie kann es sein, dass Jammu sich maximal beschwert hat? Erzähl mir. Ja. Jammu war der Einzige, der gestern da war und seit heute ist er nicht mehr in der Familie. Ist raus. Er ist raus. Hör zu, Ali. Ich gebe dir einen Vorschlag. Du gehst in mein Lager und du kannst in all mein Auto schauen. Schau, wie viele Waffen wir haben. Ich habe jetzt noch das Risiko, herzustellen, alle zu beliefern, schnell zu machen, denn wir sind neu hier in der Stadt. Jeder will seine Waffen haben. Jeder will alles haben. Ich bleib darauf sitzen. Ja, ich habe diese Familien gebraucht, um das zu bekommen, was ich will. Und ich habe diese Familie nicht auf den Trockenen sitzen lassen. Outlaws hat 530 Waffen in der ersten Woche gemacht, Mirda. Das ist richtig. 500 Waffen. Das ist eigentlich schon viel zu viel, um ehrlich zu sein. Das ist krass, Alter. Eine Woche, Junge, 500 Waffen, Alter? Aber die haben, man muss sagen... Ja, was muss man sagen? Warte, was muss man sagen? Diese 500 Waffen, das ist ja schon krass, weil in einer Woche könnten wir zum Beispiel 50 Waffen kaufen. Und die haben halt in dieser Woche 500 bekommen. Also auch wenn die auf unseren Routen das Vierfache verdient hätten. Aber die an Waffen, an diese Stückanzahl hätten die 10 Wochen warten müssen. Oder? Auf einmal verstehen die es. Ja, richtig. Ja, es ist klar, dass du jetzt auf Kalis Seite bist. Aber ich muss da auch ehrlich sagen, und Bitcoin, wir sind mittlerweile so weit, dass ich meine ehrliche Meinung äußern muss. Man darf nicht vergessen, 530 Waffen, ja. Aber zu diesen 530 Waffen ist ja ein Gegend, wurde was gegeben. Ja, kann ich dir sagen. Arbeitszeit. Kann ich dir sagen. Ja. Arbeitszeit. Und wie viele Stunden sind 530, wie viele Stunden nicht haben sie gearbeitet? Das war ja richtig leise. Wie viele Stunden haben sie gearbeitet? Hören Sie doch mal. Das war totleise. Pro Waffe. Nein, warte. Ich sag's dir. Die Stunden sind mir scheißegal. In einer Woche hat es eine Familie geschafft, verstehst du mich? In einer Woche hat es eine Familie geschafft, 530 Waffen zu bekommen. Bueno? Daraus sind 2000 Waffen, könnten daraus gemacht werden, die wir aber selber noch herstellen müssen. Bueno? Okay. So, das heißt, von diesen 1500 Waffen, die uns bleiben, müssen wir andere Familien beliefern. Plus, wir müssen die selber überhaupt noch herstellen. Sie sind ja noch nicht da. Sie sind nur in der Theorie da. Ja, sie sind in Waffenteile da. Ihr habt einen Gegenzug immer noch. Ja, wenn aber der Gegenzug ist auch Lil Mafia. Die haben pro Stunde 3 Waffen hergestellt. Was reden Sie da? Ja, die Familie hat pro Stunde 3 Waffen pro Person bekommen. Ja. Überlegen Sie mal, wovon Sie reden. Trotzdem Leon, danke schön. Sage ich, das Arbeitsverhältnis zu dem, was man verdient, und ich kann darüber reden, muss immer stimmen. Ja, okay, eine Frage. Hermano, ich bin nicht euer scheiß Arbeitgeber und ihr seid nicht meine Angestellten. Was für Arbeitsverhältnis? Halt deine Fresse, Lil Mafia. Aber genau das ist auf der Route nun mal der Fall. Aber du hast recht. Die gehen wieder einen Schritt zu weit. Ja? Und dieses Halt deine Fresse werden wir der Therapeutin nochmal stecken müssen. Es geht nämlich auch zu weit. So ein Schaden. Du weißt, dass ich das nicht mag. Ja, aber ich mag das nicht, beleidigt zu werden. Ja, aber ich mag das nicht, beleidigt zu werden. Warum werde ich jetzt hier vor allen Leuten beleidigt? Antworten Sie auf meine Frage. Wie viel soll man pro Stunde in dieser Stadt verdienen? Erzählen Sie. Das weiß ich nicht. Laut Ihnen aber das sollte fair sein. 70.000. Nein, aber das sollte fair sein. Aber es ist doch fair. Okay, eine Frage. Ali. Er redet von Fairness. Bueno, nehmen wir mal diesen Prozentsatz. Ich habe dir auch extra gesagt zu den Leuten, nehmt diesen Prozentsatz raus. Hört auf, an Prozente zu denken. Denkt einfach so, ihr habt geschafft, in einer Woche mit eurer Familie 300 bis 500 Waffen zu machen in einer Woche. Die hätten sogar noch mehr machen können. Eine Frage. Ja. Ihr habt doch gerade von 500 Pistolas geredet, richtig? Richtig. Und davon 25% haben die erhalten oder sind die 500 Waffen die 25%? Mierda, die haben 500 Pistolen bekommen. Ja, und eigentlich. Wir haben 500 Pferd, 530 haben die Outlaws bekommen. Die wenigste Familie war gegeben, wir haben mit 280 Waffen. In einer Woche. Und warte mal, tut mir leid, nicht in einer Woche. GmbH hat nicht mal 7 Tage gearbeitet, sondern 4 Tage gearbeitet, Bueno. 4 Tage, 280 Waffen.
Nicht mal durchgehend. Die waren mit halber Mann. Sind das aber im Endeffekt dann 2000 Waffen? Wegen 25%? Wieso, wenn ich keine Prozente mache, wieso redet ihr von Prozent? Ja, schau mal. Nein. Die GmbH, nein, mir die hat 800 Waffen, habe ich draus gehabt. Und sie haben davon, die haben davon wie viel bekommen? 280. Haben sie gerade gesagt, oder? Das spielt ja alles keine Rolle. Wir tun jetzt Däumchen drehen. Doch, haben, das spielt eine Rolle. Ihr macht Punkte auf und könnt sie nicht wieder schließen. Ihr macht keine, das ist so krank. Das ist so krank. Punkt aufgemacht. Wir sind alle zufrieden mit der Situation, wie sie aktuell ist. Ja. Und wenn jemand ein Problem hat, muss er erstmal an mir vorbei, weil niemand fest Kali an meine Erlaubnis. Nein. Hey, Mafia, bitte. Ich hab deinen Rücken, Bruder. Doch, ich hab deinen Rücken, Bruder. Schau, jetzt, keiner hat was gesagt, Bruder. Wir haben gewonnen. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Scheiße, Mann. Wir sind dem Gespräch nicht dienlich. Eigentlich müssten die Familien hier dankbar sein. Wir kommen aus einer Stadt, wir kommen aus einer Zeit, wo jemand pro Tag, Arbeitstag, keine zwei Waffen herstellen konnte. Was, ey, Chat, was wollte ich gerade sagen? Das war der Ursprung von Pistolen. So waren Pistolen wertvoll und so hatte die Wirtschaft auch aufzublühen. Was habt ihr jetzt? Ihr habt pro Stunde 3 oder 4 Waffen teilweise und ihr beschwert euch darüber. Ihr wollt aus dieser Stadt einen Massaker machen. Am Tag 1000 Waffen bekommt. Und wohin? Wohin soll es denn gehen? Welche Route wollt ihr führen? Würde gar keinen Sinn machen. Welches System wollt ihr aufbauen? Da muss man schon ehrlich sein, aber die Waffen existieren ja trotzdem, nur dass nicht die Familie sie hat, sondern sie. Und sie sind ja auch immer noch eine Familie und keine Nein, versteh mich nicht falsch. Deswegen ja, 100%. Ja, aber Hermano, ich bin die stärkste Familie mir das sei, denn du kommst zu mir und nimmst die Waffenroute von mir weg. Wieso muss ich mich dafür rechtfertigen, was ich mit meiner Route mache? Deine Route, Mann! Rede! Sehr gern bitte, Hermano. Für Troll 12 ist hier kein Platz. Also, Rede. was ich damit sagen will, Hermanos, die niedrigste Familie hat innerhalb von 4 Tagen 280 Pistolen gemacht und sie hat nach einem Tag hat sie von mir 100 Waffen Vorschuss bekommen. Das heißt, sie war nach einem Tag schon 100 Waffen im Plus, während andere Familien mit 50 rumliefen. Hermanos, ich war nicht unfair zu diesen Leuten, die auf meiner Route gearbeitet haben. Zu 100% nicht. Sie haben mir geholfen, ich habe ihnen geholfen. So einfach ist das. Ich sage nicht, dass ich nicht was von denen hatte oder sie nicht was von mir. Aber dass man am Ende dann dasteht und sagt, ich habe die verarscht? No. No. Kann ich was dazu sagen? Ja. Ob du am Ende eine Waffe gibst oder 5000 Waffen? Ja. Mit diesem Gewissen musst du leben und mit diesem Gewissen muss diese Familie leben. Wenn jemand etwas dagegen tun soll, dann sind das alle Familien. Dann soll ich euch sagen, wer die Probleme sind? Nicht die Patrons, nicht die Köpfe der Familie. Denkt ihr, ich nehme das ein Kevin übel? Er wurde verarscht von seinen Leuten. 50 Leute reden auf die Leute ein. Genauso wie bei Sheriff. Ich weiß das, Mirda. Auf den wird eingeredet. Die haben uns verarscht. Denkst du, ich habe nicht die Bangers gestern gehört, als sie hier reingeguckt haben? 430 Waffen ist crazy. Ich sag, was hast du gesagt? Er sagt, denkst du, alles gut, ich meine nicht sie. Denkst du, ich bin blöd, Mirda? Die hängen dann da und gehen am Ende dann Mirda zu ihrem Kopf und sagen, ja, wir wollen verarscht, wir wollen dich. Aber dass sie 430 Waffen im Lager haben, Mirda, 5-mal, 6-mal, 7-mal so viel wie alle anderen Mirda, haben sie nicht gesehen? Das haben sie nicht gesehen? Das ist nicht existent, Mirda? Und ich sage euch noch eine Sache. Ich habe euch eine Woche, ist zu viel verlangt, Mirda, eine Woche zu warten, Mirda, bis ich mich auf die Reihe bekomme? Wisst ihr, wieso wir davon nicht mehr, wieso wir uns damit daran gewöhnt haben? Weil wir hier kommen, Mirda, nach zwei Tagen verlieren die Leute ihre Route hier. Jeden dritten Tag hat die eine andere Familie die Route, aber ich werde das nicht mehr zulassen, Mirda. Ab jetzt, ich werde diese Waffenroute, Mirda, wieder hüten wie ein Ringangriff, verstehst du mich? Ich werde sie nehmen, Mirda, und dann will ich sehen, wie ihr sie mir aus meinen Händen reißt, Mirda. Bevor ich sie an euch abgebe, nehme ich diese Waffenroute, Mirda, und schmeiß sie Suplex. Hört mir mal zu. Bei mir auch. Ich sage euch eine Sache. Ich wollte diese eine Woche nur Zeit haben, Mirda. Mich aufzubauen. Hört ihr mich? Ja, jetzt wieder. Gut. Ich wollte eine Woche haben, mich aufzubauen. Ich werde die Waffenpreise drehen. Ich werde den Cap drehen. Ihr gebt mir doch nicht mal auf zum Atmen. Bevor ich überhaupt mein Geschäft machen kann, kommen die Leute mir und meckern. Oh, Preise, oh, Cap, oh, zu wenig Waffenteile, oh, 25%, oh, wir wurden verarscht. Gut, nur Probleme, ihr wollt das mit mir machen? Diese Familien haben ein Verkaufsverbot. Ein Kaufsverbot, no problema. Das klingt gut, weil dann können die anderen Familien mehr bekommen. Die anderen Familien werden jetzt dann, schau mal. In 3,5, 4 Wochen werden die anderen Familien erst auf den Stand sein, wie von den GmbH, Bangers, Vagos und so weiter. In 3 Wochen, 4 Wochen erst. Schaut euch das mal an, was die für ein Privileg bekommen haben, Hermanos. Noch länger bist du mit drin. Die werden jetzt angegriffen von... Ich werde den Cap, wenn meine Waffen alle hergestellt sind und wenn ich diese Zahl, die wirklich irgendwie mal realistisch ist, in mein Lager habe, dann werde ich diesen Cap erhöhen.
Ich werde das nicht zulassen, dass ihr Leute 50 Waffen in der Woche kauft. Das ist doch ein Witz. 50 Waffen die Woche, ich bitte euch, Hermanus. Wir sind hier in Kiel. Ich lasse das nicht zu, dass wir nur 50 Waffen die Woche verkaufen. Aber die Leute geben mir keine Zeit. Nicht mal eine Woche habt ihr mir gegeben. Nicht mal eine Woche und ihr läuft zu den Geschäftsmännern Mirra und nicht mal drei Tage. Nicht mal drei Tage, Mirra. Und läuft und beschwert euch Mirra über alles. Mr. Bitcoin. Aber guck mal, jetzt, warte ganz kurz, ich möchte jetzt mal was sagen, okay? Ich weiß nicht, wer jetzt hier suggeriert hat, dass irgendjemand zu den. Also, ich weiß nicht, ob jemand anders zu den Geschäftsleuten gegangen ist. Aber lass mich mal bitte einmal ganz kurz reden. Als ich mit ihnen telefoniert habe und sie schon gefragt habe, dass sie. Die sind doch alle zu den Geschäftsleuten und haben rumgepetzt. Lass mich deswegen doch mal sind ganz wir doch kurz ausreden. Ich habe sie schon gefragt. Aber viele sind zu euch gekommen. Lass mich doch mal ausreden, was stimmt hier? Ja, richtig. Lass doch mal Blanke ausreden, was stimmt. Ich habe Mr. Bitcoin an meinen Anruf. Wie kannst du sagen, welche Familie, damit Bitcoin auch Bescheid weiß? Und Mr. Bitcoin hatte anscheinend keine Zeit. In der Zeit wurde ich gerade eben angerufen und dann wurde mir gesagt, hast du, wie sieht es aus mit den Waffenpreisen? Bist du damit zufrieden? Habe ich gesagt, ja. Wie sieht es aus mit der Menge? Habe ich gesagt, ja, das könnte besser sein, aber das kläre ich mit Mr. Bitcoin. Ich habe gleich mit ihm einen Termin. Hat er gesagt, nein, komm her, 2059, hier ist ein Treffen. Habe ich gesagt, ja, ich habe gleich mit Mr. Bitcoin einen Termin. Ist Adi Al-Safi etwa nicht wichtiger als Mr. Bitcoin? Das war die Aussage und darum stehe ich hier. Warum bin ich dann überhaupt hier? Ich verstehe das nicht. Die Frage ist jetzt an die Geschäftsmänner. Warum bin ich jetzt hier? Da bisher, weil das eine Retourkutsche und für Leute, die gebetzt haben, die sollen sehen, was ich machen kann, wenn meine Eier mir das sagen. Dann kommt der nicht mehr zu mir und der heult nicht mehr. Wo habe ich denn gebetzt? Sag mal, dann sage ich Bitcoin unter vier Augen nochmal. Okay. Dann gibt es Familien, die betzen nicht. Aber die sagen im O-Ton, dass die damit nicht zufrieden sind. Aber die sagen es nicht zu Mr. Bitcoin. Und dann gibt es Familien, denen ich das zeigen will. Wenn die glauben, die können das weiter mit mir machen. Beziehungsweise die sollen auch sehen, was die Leute machen. Die anderen Familien. Dass die versuchen, mich auszunutzen und immer vorzuschicken. Wofür ich keine Zeit habe. Damit ihr wisst, diese Sache ist auch wahr. Also Ali Al-Safi, ich weiß nicht, was sie denken, aber wenn Sie einen fragen, was mit der Waffenpreise und mit den Waffen in dem Lager sind, Flex, dann heißt es nicht, schon, dass Paddy, man Sie schon um Hilfe fragt. Ich weiß nicht, also woher hast diese... Hast du gerade mit deinem Arsch zugehört oder wie sieht's aus? Ich habe doch gesagt, gibt es drei Kategorien von Menschen. Ja, gut. Einer, der betzt und der mich vorschickt, als wäre ich sein Zuhälter. Dann gibt es schon die zweite Person, die ein bisschen quatscht und ein bisschen Mimimi macht. Und wenn er gefragt wird, dann sagt er die Wahrheit, aber sagt es nicht Bitcoin. Und dann gibt es die dritte Partei, warum die hier ist, damit sie sieht, was ich mit Partei 1 und 2 mache. Ja, gut. Verstehst du? Zu welcher Partei gehört? Brinni, dankeschön. Blanco, du sagst das nicht laut. Ali. Ihr bekommt ja eure Backung dann von Mr. Bitcoin wahrscheinlich. Okay. Aber wir würden das doch gerne wissen, dass wir uns schützen von der Familie. Nee, dann kriegen wir, dann der wird ja schon sagen, ist es dann, also kann ich dann jetzt gehen? Wenn du nichts zu sagen hast, kannst du gehen, klar. Ich habe nichts zu sagen, ich habe meine Geschäfte zu machen. Wir sind hier in Kiel City und im Artikel vom Grundgesetz steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Da kannst du gehen, wenn du bist ein Diplomatin, geh, bitteschön. Gut. Blanco, ich würde es nett finden, wenn du warten bist, bis die Runde vorbei ist. Ja, du bist ja auch eingeladen und... Ich höre mir das, ich bin ja nicht auf euch, ich höre mir das bis zum Ende an. Wir wissen, was mit den Leuten hier passiert. Dann hör auf nächstes Mal mit der Show, als würdest du gehen wollen. Hätte eh niemanden. Nee, du hast dich doch darum gebeten, dass ich hier bleib. Okay, super. Fein gemacht. Gut. Also, ich habe alles gesagt. Ihr habt alles gesagt. Ja, ich habe jetzt alles, was ich will. Und ich rede nochmal mit Carlos, wer zu ihm gekommen ist. Und wer Mimi ja, wieder Gust, gemacht hat, ohne Eier in der Hose. Und da gebe ich dir den Namen explizit. Welchen Kevin? Den wir verarscht haben auf der Route? Aber dafür will ich was von dir. Did I jumpscare you? Respektlos. Yeah, nimm diese Grüße zurück. Nimm diese Grüße zurück. Ja, was? Sagst du, Ali? Dafür, dass du ihn nicht magst, Ali. Dafür, dass du ihn nichts magst, gibst du ihm ganz schön viel. Richtig, aber jetzt, ich bekomme ja auch etwas zurück, worum ich mich nicht kümmern möchte. Cassie, ich danke dir. Vielen, vielen Dank, Cassie. Vielen, vielen Dank. Komm ein bisschen näher, Bitcoin. Breitenberg, du musst auch rein. Kennst du die Maniacs? Wer sind die? Ja, die Maniacs. Wie ist die Name hier? Dieser Malis, Masel, Benis oder sowas. Ah, Manis, ja. Und dieser Air Mendes. Ja. Er schießt zu viel mit seinem Mund. Ich will, dass du gibst ihm eine richtige Lektion. Denn wir sind Geschäftspartner mit der Rote und ich sag dir die Namen. Was gibt's? Auf eine gute Geschäftsbeziehung und einen Neuanfang mit Kali
Was soll ich nur Mendes auseinandernehmen oder die ganze Familie? Unmöglich. Redet keiner oder höre ich niemanden? Ich glaub, leise. Wenn er es nicht hinbekommt, sein Ehr, Ehr Mendes. Ey, chill, das ist ein Mann von mir. Hey, chill. Dann wird er niemals eine richtige Familie. Ja, was macht er? Sergio Mendes voll Unterdrückung. Ich kümmere mich drum. Er soll bellen wie ein Hund. Das wird hart für die. Okay, und das ist nicht ein persönliches Problem von mir. Aber wenn der eher frech wird zu meinen Männern, aber jetzt wird so passieren. Okay, es zeigt ihm eine Sache, das reicht. Er ist nicht der Patron der Stadt. Er Messut, ist nur die dir. Verbrannte Erde. Mehr nicht. Ich kümmere mich drum. Tamam. Mr. Bitcoin hier. Ich hab gehört, du hast Lust auf was Süßes, während du dir die Mierda-Folgen anguckst. KingKens.de, Süßigkeiten aus aller Welt. Schlag jetzt zu und erhalte 10% mit dem Code Mierda10.